Hast du schon mal Döner gemacht? Ich habe mir auf Amazon einen Dönergrill um 40 Euro bestellt und versucht zu Hause einen Döner zu machen. Hühnerkeulen mit Gewürzen wie Paprika, Knoblauch, Kreuzkümmel, Salz mariniert, dann ging es schon ans Formen vom Dönerspieß. Das ist gar nicht so einfach. Danach habe ich das Ganze eingewickelt, damit es die Form hält. Als nächstes Fladenbrot. Auch das habe ich selbst gebacken mit Sesam natürlich. Jetzt zum 40 Euro Grill. Was hat der drauf? Naja, er kriegt schon eine Hitze zusammen, aber es dauert extrem lange. Und wenn man mal etwas runterschneidet, muss man wieder ewig warten. Das Endergebnis selbst ist geil und es schmeckt auch richtig top. Jetzt heißt es Döner zusammenbauen. Was kommt rein? Naja, das kann jeder für sich selber entscheiden. Wie esst ihr euren Döner am liebsten?